Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Grades. Wir sind heute in Thalfang und gehen das Traumschleifchen der kleine Merker. Das ist eine neue Traumschleife oder ein neues Traumschleifchen von letztem Jahr. Und ja, wenn ihr uns auf die kleine Runde begleiten wollt, dann kommt mit. Noch so ein paar Infos zur Wanderung. Die ist ja recht kurz mit 5,5 Kilometern und 100 Höhenmeter. Ganz entspannt. Ist ja bei den Traumschleifchen meistens so, dass die etwas kürzer sind. Ja, und windig, wie man ja, sieht. Ja, ganz schön windig gerade. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. So I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She'd be
Ja, und das war auch schon wieder unsere Wanderung. Oder besser gesagt, Spaziergang. Genau, ein kleiner Spaziergang, aber wirklich schön. Man geht über Wiesen und Felder, aber auch am Ende durch den Wald, einen kleinen schönen Pfad und am Bach entlang. Echt nett. Ja, der letzte Abschnitt hat mir vor allem am besten gefallen. Ja. Was aber auch cool war, an einer Stelle haben wir extra nicht direkt gezeigt, da war noch oben so eine Getränkestation, da waren frische Getränke eingepackt in so einer Kiste mit einer Kasse, wo man dann was für bezahlen kann, sich hier ausnehmen kann. Ja. Für Wanderer immer cool. Und schöne Sitzgelegenheiten, man kann viele Pausen machen. Ja, also ist eine gemütliche kleine Runde, die war auch gut zu gehen. Ich denke hier auch wieder so bollerwagenmäßig gut zu fahren. Ja. Jetzt, wir hatten Glück, hier oben auch einige Tiere, ist für die Kinder wieder interessant. Ja. Ein paar Alpakas, ein bisschen Schafe und Kühe. Also gibt ein bisschen was zu sehen. Ja. Ja, und ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.